Hallo, ich mache heute das versprochene Video zu meinen Sachen von zu Eva, einmal der 88er Schimmerpalette und dem Pinselset Bambu. Und ja, fangen wir an mit den Pinseln. Wenn ihr schon länger meine Videos kennt, dann wisst ihr auch, dass ich nicht der Pinselexperte bin, dass ich eigentlich immer nur maximal zwei Pinsel, also zumindest was Lidschattenpinsel betrifft, benutze. Und es wäre jetzt verlogen von mir, mich hier als großen Experten hinzustellen. Ich kann euch natürlich meine Meinung zu den Pinseln sagen, aber wie gesagt, ich bin kein Experte, was Pinsel betrifft. Ich kann euch nur zu der Handhabung und von meinem Eindruck halt so ein bisschen erzählen. Wenn ihr meine Videos schon länger guckt, dann wird euch aufgefallen sein, dass das hier mein absoluter Liebling ist. Das ist der Lidschattenpinsel von Elf, den ich immer, immer benutze. Der hat ganz tolle Haare, die nicht zu weich und nicht zu fest sind. Und ich finde von der Länge her genau richtig. Also ich kann damit wunderbar arbeiten. Okay, dann fangen wir an mit dem Set. Also, das kommt zu euch in diesem Etui. Das sieht so aus Leinen würde ich sagen. Es ist auf jeden Fall handlich und klein, es passt also ins Handgepäck, es passt überall rein, das ist kein Thema, es ist wirklich übersichtlich. Und zu den Pinseln, da ist ein Puderpinsel, ein Bufferpinsel, ein Rougepinsel, ein Foundationpinsel. Dann haben wir einen Lidschattenpinsel, so einen festeren für die Lidfalte. Dann einen Concealerpinsel. Ja, der ist verkehrt hier. Dann nochmal einen Lidschattenpinsel, einen mit längeren Borsten. Einen angeschrägten für zum Beispiel Eyeliner. Dann diesen Fächerpinsel, ein Lip Liner und ein Bürstchen für Augenbrauen und Wimpern. Was mir als allererstes natürlich aufgefallen ist, das wird wahrscheinlich auch beabsichtigt sein, ist die Größe. Die ist relativ klein und kurz. Das ist der Puderpinsel. Wie ihr sehen könnt, ist der Stiel wirklich, wirklich richtig klein. Im Vergleich zu einem Full-Size-Puderpinsel, ja, sieht das natürlich sehr mirmsig aus. Was ich aber halt nicht mag, ist, dass der Puderpinsel hier viel, viel zu klein ist. Also ich würde ihn, wenn ich ihn benutzen würde, dann als Rougepinsel verwenden, weil die Fläche für mich viel zu klein ist. Der einzige Puder, den ich verwende, ist ja ein Bronzenpuder und der muss mit einer großen Fläche aufgetragen werden, sonst, ja, sonst wird das einfach nicht, wird das kein schönes Ergebnis und dafür ist der absolut ungeeignet. Dann ist er bei den Rougepinsel, den habe ich schon verwendet und der ist auch wirklich in Ordnung. Da kann man wunderbar mit zum Beispiel konturieren oder einfach Rouge auftragen. Das ist kein Problem. Den Foundationpinsel habe ich auch noch nicht verwendet, weil ich keine Foundation habe, die ich mit einem Pinsel auftragen könnte. Die Lidschattenpinsel, da kommen zwei Stück. Einmal dieser mit diesen, der ist etwas schmaler und hat lange Borsten und den etwas breiteren mit ebenfalls langen Borsten und noch längerem. Die kann ich überhaupt nicht leiden, weil ja, die sind mir viel zu starr, viel zu fest. Im Gegensatz zu dem hier, der ist so weich und mit dem kann ich viel besser arbeiten. Da hat wahrscheinlich auch jeder so seine Vorliebe, aber ich kann mit den Lidschattenpinseln nicht sehr gut arbeiten. Was ich aber total liebe, ist dieser Pinsel hier, also dieser, der wie so ein Pencilbrush, also wie ein Stift ist quasi. Dem kann man ganz wunderbar sehr exakt in der Lidfalte den Lidschatten, ja, einarbeiten, würde ich sagen. Wenn ich auch wirklich richtig liebe, ist der Concealer Pinsel, den verwende ich auch täglich. Also diese beiden hier sind definitiv meine Favoriten, der Concealer-Pinsel und der Pencil-Brush, die verwende ich täglich. Was ich auch ab und zu verwende, ist der Fächerpinsel. Ich habe mich immer gefragt, wofür der wohl ist. Und der ist, wenn euch dunkler,
Lidschatten hier auf den Wangenknochen so bröselt. Und man darf das der nicht so wegwischen mit dem Finger, weil sonst schmiert das. Und deswegen nimmt man den Fächerpinsel und dann kann man das so wegwischen. Das ist auch cool, auf jeden Fall. Was ich gänzlich in diesem Set vermisst habe, ist ein dicker, flauschiger Puderpinsel. Ich finde, dass der Stiel kurz ist, da habe ich nichts gegen. Das ist kein Problem, aber bitte Leute, also ich hätte mir gewünscht, dass der Puderpinsel auch richtig dick ist. Das ist ein Rougepinsel für mich. Was ich ebenfalls in dem Set vermisse, ist so ein fluffiger, so wie der oder wie der, so ein Blending Brush. Also irgendwas, mit dem ich den ganzen Lidschatten verblenden kann, weil die Pinsel, die dabei sind, sind so hart und so fest, dass man damit sehr exakt arbeiten kann, aber zum Verwischen und Verblenden ist da nichts bei. Deswegen, meine Empfehlung für euch, wenn ihr noch keine Pinsel habt, ist dieses Set, glaube ich, nicht wirklich geeignet für euch. Also wenn ihr Anfänger seid, was Pinsel betrifft. Ich glaube, das lohnt sich dann nicht. Dann braucht ihr ein anderes, so quasi ein Full-Size, also nicht diese Reisegröße, sondern die richtige Größe. Da sind vielleicht auch andere Pinsel bei. Oder, was zu Eva hat, die verkaufen diese Pinsel auch einzeln. Und ich muss sagen, die gefallen mir wesentlich besser. Also mein heißgeliebter Blending Brush ist von zu Eva, die Nummer 228. Der ist einfach perfekt. Also das ist der beste Blending Brush, den ich je hatte. Genauso wie der Puderpinsel. Der ist richtig geil. Der ist, hat die Nummer 106. Der hat eigentlich weiße Spitzen, aber die sind durch mein Bronzing Puder mittlerweile ein wenig eingefärbt. Also guckt euch auf jeden Fall die Einzelpinsel von zu Eva an, weil die sind der absolute Hammer. Das Pinsel Bambuset hat mich jetzt nicht wirklich überzeugt. Machen wir weiter mit der 88er Lidschattenpalette. Ich halte sie für euch auch noch einmal in die Kamera, natürlich. Ich hatte vorher noch keine Palette. So sieht die aus. Ich hatte vorher noch keine Palette. Ich bin absoluter Palettenanfänger. Und habe mich bequatschen lassen, die schimmernde Version zu nehmen. Und ich war erstmal verblüfft, weil ich hatte mir die viel größer vorgestellt. Also die Farben, also diese Lidschattenpöttchen, habe ich mir irgendwie größer vorgestellt. Die sind da doch relativ klein im ersten Moment, aber im Nachhinein, also die sind so rund gebacken, quasi so bauchig. Also da ist schon eine ganze Menge drin. Das, was ich mir gedacht habe, nämlich dass 88 Farben halt sich in irgendeiner Weise sehr ähnlich sehen. Zum Beispiel kann man das hier schön sehen in dem Feld. Die Farben sind sich so dermaßen ähnlich. Dann ist es, spielt es keine Rolle, ob ich jetzt den oder den nehme, weil die sehen sich halt zu ähnlich, als würde man auf dem Auge keinen Unterschied erkennen. Also ich sag mal, die Hälfte der Farben hätte es auch getan. Was ich aber richtig cool an dieser Palette finde, ist, dass sie einen inspiriert. Also ich habe auch so jede Menge Lidschattenfarben, aber trotzdem, das ist so wie so ein Malkasten. Also man macht den auf und dann lässt man sich von den Farben inspirieren zu einer Kombination oder zu einer Farbvariante, die man sonst vielleicht jetzt erstmal so nicht genommen hätte. Also definitiv bin ich, was Farben betrifft, mutiger geworden, experimentiere viel mehr rum. Und vielleicht ist euch das in den letzten Videos auch aufgefallen, dass mein Augen-Make-up mal grün, mal lila, mal blau war. Und normalerweise habe ich das ja eher nicht so gemacht. Und das finde ich richtig gut an der Palette. Also sie inspiriert einen, man kann damit viel ausprobieren. Die Pigmentierung ist super, kann ich überhaupt nicht meckern. Ich habe, wie gesagt, die schimmernde Version. Teilweise sind die sehr, sehr glitzerig. Also so sehr puderig glitzerig. Nicht schlecht pigmentiert, aber mir eine Spur zu glitzerig. Ich werde mir definitiv noch die matte Version zulegen, weil kann nicht schaden. auf jeden Fall kann ich die euch ans Herz legen. Wenn ihr noch mehr über Pinsel wissen wollt, was besser ist, jetzt ein Kunsthaar oder Echthaarpinsel, also Synthetikpinsel,
Synthetik-Haarpinsel oder Echt-Haarpinsel oder wie man die pflegt, kann ich euch nur den Kanal von Maggie Mania empfehlen. Ich werde sie euch auch verlinken. Ich werde euch auch noch die Videos zu dem Thema von ihr verlinken. Sie hat das perfekt erklärt und besser könnte ich es nicht erklären. Also ja, schaut euch das an, wenn euch das interessiert. Das Bamboo-Set ist übrigens aus synthetischen Haaren. Ja, okay, das ist also mein Senf zu dem Thema Pinsel und Lidschattenpalette von Zoeva. Wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr mich gerne fragen. Ansonsten sehen wir uns die Tage spätestens morgen Abend am 1. Advent. Und ja, ich wünsche euch was. Tschüss!